Ja, nun wollen wir die Aufgabe mit Hilfe der Ersatzspannungsquelle lösen. Bei der Ersatzspannungsquelle trennt man den Lastwiderstand von der übrigen Schaltung und schaut nun von rechts in die Schaltung und versucht im Prinzip die Schaltung, die man noch hat, als Kombination einer idealen Spannungsquelle und einem Innenwiderstand zu realisieren. Das heißt, die rechte Schaltung sollte sich genauso verhalten wie die linke gegebene Schaltung. Schauen wir uns zunächst einmal die Berechnung von U0 an. U0 ist die Spannung, die Leerlaufspannung, die hier im Leerlauf an der linken Schaltung anliegt. Und wenn wir einmal einen Spannungsumlauf machen, dann sehen wir, U0 ist gleich minus U5. Es fließt hier kein Strom, deswegen fällt an dem Widerstand auch keine Spannung ab. Minus U3, weil wir dem Spannungspfeil auch hier entgegenlaufen. Und plus U4. Also U0 ist gleich minus U5, minus U3, plus U4. Das ergibt, wenn man die Werte aus der Aufgabenstellung einsetzt, minus 13 Volt. Okay, im zweiten Schritt müssen wir noch den Innenwiderstand bestimmen. Das heißt, wir schauen von rechts in die Schaltung, sehen hier den Innenwiderstand, die Spannungsquelle wird kurz geschlossen. Und genau das gleiche müssen wir auch auf der linken Seite machen. Auch hier schauen wir von rechts in die Schaltung, schließen alle Spannungsquellen kurz und schauen rein und sehen, welche Widerstände wir noch sehen. Und zwar ist das hier oben noch der Widerstand R. Hier haben wir einen Kurzschluss, das heißt, wir brauchen den linken Teil der Schaltung nicht zu berücksichtigen und haben hier also, wenn wir von rechts in die Schaltung reinsehen, nur noch den Widerstand R. Der Innenwiderstand RI ist also gleich R und das war laut Aufgabenstellung 100 Ohm. Sodass wir damit schon die Ersatzspannungsquelle bestimmt haben. Und zwar einmal das U0 gleich minus 13 Volt, die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand von 100 Ohm. Als letztes müssen wir nur noch den Lastwiderstand nun aber in die Ersatzspannungsquelle einbauen. Also wir bauen hier den Widerstand R ein und können dann direkt den Strom IL bestimmen. IL ist gleich U0, die Leerlaufspannung, geteilt durch Summe der beiden Widerstände. Also U0 geteilt durch 2R, der I war 100 Ohm, der R war auch 100 Ohm. Also U0 durch 2R entspricht minus 13 Volt geteilt durch 200 Ohm. Das sind dann diese minus 65 Milliampere.